aus meinen Sachen. Ja, willkommen zurück zu einem neuen Tutorial. Oder vielmehr eine Weiterführung zu dem letzten Tutorial, was wir gemacht haben. Für alle Leute, die das verpasst haben oder einfach nicht gewusst haben. Ich habe es oben nochmal in der Infobox verlinkt. Also oben ist ein Link, unten in der Beschreibung ist ein Link. Wir hatten uns das letzte Mal angesehen, wie man die Emotionen in ReWord Studio selbst bearbeitet. Und jetzt wollen wir quasi das nächste Level erreichen, indem wir das halt jetzt alles in Unity übernehmen. Haben wir gedacht, das ist halt wahrscheinlich einfacher, wenn wir das jetzt halt in Unity nochmal separat machen, dass man halt dort die Basis-Blendshapes machen. Wir stellen uns halt neue Blendshapes ein, wir erstellen neue Blendshapes und gucken, wie das funktioniert. Generell, wie das alles in Unity funktioniert, schauen wir uns doch mal kurz an, bevor wir dann halt im nächsten Video oder in den nächsten zwei Videos uns halt in Blender weiter umgucken, wie man da halt Blendshapes erstellen können. So komplett neue Blendshapes, die wir haben. Momentan arbeiten wir ja mit dem, was halt ReWord Studio und so gibt. Und dann? Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ab in Unity, würde ich mal sagen. Öffnen wir das mal kurz. So, wir sind jetzt erstmal auf meinem Desktop, der nicht aufgeräumt ist. Wir haben hier einmal ein Unity Hub. Es gibt seit gestern habe ich es installiert, eine neue Unity Hub Version. Also wenn es bei euch noch anders aussieht, habt ihr vielleicht noch eine alte Version. Oder wenn ihr das in der Zukunft seht, in einem Jahr oder so, habt ihr vielleicht eine ganz neue Version. So. Ist jetzt aber auch egal, nur dass ich keiner wundere, dass das eventuell anders aussieht. Das Layout hat sich verändert. Wir machen ein neues Projekt auf. Wir gehen auf neues Projekt. Wie ihr auch seht, die hat sich komplett das Layout verändert. Das sieht alles ein bisschen anders aus, aber lasst euch davon nicht ablenken. Wir gehen einfach unter All Templates, gehen hier einfach auf unseren 3D. Das ist das Simple, was wir brauchen. Wichtig auch hier, die Editor-Version. Wir brauchen unsere 19.4 zurück. Ich nehme 19.4.3.1. Wenn ihr die nicht habt, funktionieren die Plugins nicht. Wir brauchen auch hier wieder das VRM-Plugin. Das funktioniert zurzeit nur in dieser Version oder ist für diese Version erstellt. Also da müsst ihr drauf aufpassen. Ihr braucht 3D und Version 2019.4. Da hinten, das ist jetzt nicht so relevant. Und dann können wir hier es benennen. Ich nenne es Blend Shapes. Ich habe das auch falsch geschrieben. Shape. Wo kommt das R her? Blend Shapes. Ich glaube, so wird das richtig geschrieben. Die Location, Unity Projekt, der ist okay. Create Project. Ich habe mir total schon geguckt. Ja, ich habe wieder irgendwas gedrückt. Ich habe meine Hotkeys nicht gut gesetzt. Also nicht wundern, ab und zu gucke ich mal ein bisschen komisch. Ich bin dezent erschrocken. Ist sie nochmal. So, nachdem Unity jetzt endlich das erste Mal geladen ist, ist es noch ziemlich leer. Das erste, was wir machen, wie halt immer, wenn wir mit VM arbeiten, wenn wir halt VM importieren wollen oder exportieren wollen, brauchen wir das Plugin. Das ist unten in der Beschreibung. Für alle, die sich wundern, wie man das Plugin halt installiert, worauf man da ein bisschen achten soll, von wegen Version hin und her. Ich habe auch noch mal ein Tutorial dazu verlinkt. Unten habe ich ja schon dazu gemacht. Guckt euch das an. Für alle anderen wird es halt klar sein, auf Import Package, Custom Package. Und dann suchen wir das, wo immer das bei euch ist. Ich habe das mir direkt bei Unity reingepackt. UniVM. Das hier ist die SDK, die brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen dieses UniVM für die Version, die ich habe. Öffnen. Und dann einfach Import. Normalerweise sollte man das kontrollieren, weil man es jetzt schon so oft gemacht. Ich nehme an, da wird jetzt nichts schief laufen. Wenn nicht, wenn doch, habe ich halt Pech und muss halt nochmal machen. Aber normalerweise ist halt bei den neuesten Updates halt noch nie was schief gelaufen. Also ich vertraue einfach dem Programm an sich und hoffe das Beste. So, okay. Das Plugin ist installiert. Auch hier redet es uns wieder von Gamma auf Linear umzustellen. Wir sagen, ja, bitte mach das. Okay. Schließen. Jetzt haben wir Plugin installiert. Hat alles funktioniert. Ich mache mir einen neuen Ordner, um mir das einfach ein bisschen übersichtlicher zu machen. Einen neuen Folder. Den Charakter. Doppelklick. Und da ziehe ich jetzt meinen Charakter rein. Das mache ich jetzt aber über Drag and Drop. Ich suche ihn nur mal kurz. Virtuelle Charaktere, da ich noch drin. Test. Ja. Den Testcharakter, den wir uns im letzten Video auch schon erstellt haben, den ziehe ich jetzt einfach hier rein. Und Unity übernimmt den Rest. Okay, scheint auch alles funktioniert zu haben. Ist alles drin. Wir haben unseren Charakter, jede Menge anderen Stuff. Das erste, was wir machen, wir nehmen unseren Charakter und ziehen ihn einfach hier in unseren Outliner mit rein. Dann haben wir ihn direkt in der Mitte. Es ist halt besser, wenn wir es so machen, wie wenn wir den halt hier irgendwo hin platzieren. So haben wir ihn halt schön in der Mitte, da wo er hingehört. Wir müssen ihn halt nie suchen.
Ihr seht, Materials sind schon da, da wir halt direkt die VM genommen haben, die wir aus Rewrite Studio exportiert haben, ist auch alles andere angelegt. Wenn wir unter Secondary gehen, haben wir halt die ganzen Physics-Geschichten auch noch angelegt. Also wir müssen hier uns keine Sorgen machen, dass da irgendwas fehlt. Normalerweise sollte da alles so sein, wie es sich gehört. So, und dann wollen wir jetzt zu den Blend Shapes. Da bin ich jetzt im Weg. Ich stelle mich mal hier an die Seite. Weil wir brauchen jetzt die Seite hier. Wir wollen in die Blend Shapes. Wir können zu einem über die Folders da hingehen. Wir können aber auch hier hingehen. Wir haben hier einmal die Blend Shapes. Die sind auch hier. Wenn wir hier Doppelklick drauf drücken, kommen wir direkt dazu. Wir können kontrollieren, ist dann alles übernommen worden. Indem wir einfach hier überall draufklicken. Alles funktioniert. Wir können jetzt Blend Shapes hinzufügen. Ach, und nicht wundern, Look Up, Look Down, Look Left und Look Right, da ist halt nichts angelegt, weil wir einfach diese Augenbewegungen nicht haben. Unsere Augen sind durch die Kamera getrackt, also macht euch darüber keinen Kopf, lasst sie einfach leer. Die brauchen wir nicht. Ihr könnt auch hier, wenn ihr möchtet, Blend Shapes nochmal anpassen. Es ist halt nicht so schön übersichtlich, wie das in Rewrite Studio war. Aber wir haben ja einen großen Vorteil, wir können zusätzliche Blend Shapes kreieren. Also nicht nur, dass wir die halt anpassen können. Wir können auch sagen, wir machen eine neue. Da machen wir vielleicht mal Zwinkern. Tippen das ein, sagen Enter und dann kriegen wir hier neu Zwinkern. Und es hat gar keinen Gesichtsausdruck. Der dramatische Bus ist auch gerade vorbeigefahren. Ich weiß nicht, ob man den gehört hat. Und dann können wir hier halt einstellen, was beim Zwinkern passiert. Charakter hier wird sich nicht verändern. Hier unten ist das Bild. Falls ihr das nicht habt, das hatte ich jetzt schon öfters, dass das halt so ist. Dann habt ihr dieses Bild nicht, dann könnt ihr einfach hingehen und zieht das einfach höher. Dann habt ihr da ein Bild und da ändert sich jetzt ein Gesichtsausdruck. Ich würde sagen, beim Zwinkern geht ein Auge zu, vielleicht geht das linke zu. Dort oder das rechte? Na, das rechte. Und dann würde ich sagen, geht der Mund etwas hoch. Ich muss kurz den Mund suchen. Braue, Augen, Mund. Hier war doch irgendwo Mund. Hier. Fun. Noch ein bisschen lächeln. Dann haben wir gleich entzwinkern. Ich gehe mal ein bisschen minimal mit hoch. Ein bisschen smirky. Dann ist auch so okay. Dann machen wir vielleicht den Zombie. Wir hier drauf, dann gehen wir hin, dann suchen wir es, wo ist es? Mehr noch irgendwo, dass die Augen weggingen. Augen, da haben wir Augen von Joy. Hide. Dann mit Iris und die Highlight weg, dann haben wir diesen Blick. Gucken, ja, kriegen wir den Mund noch irgendwie lustig hin. Ah, vielleicht nicht nach unten. Mit O zusammen richtig weit auf. Ja. Und vielleicht die Zähne, ich glaube, Fang 2 waren die Haifischzähne, machen wir die richtig schön scharf. Haben wir hier so einen lustigen Zombie-Look. Ja, mein Mund auch noch größer. Ja, da sieht man, das ist dann doch zu groß, da kommen die Zähne durch. Ein bisschen aufpassen, aber ich glaube so. Die Zunge ist ein bisschen im Weg. Kriegen wir die Zunge irgendwie ein bisschen weg? Na, wenn wir Surprise ein bisschen machen. Glitscht auch nichts durch, da müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Dann haben wir noch einen lustigen Zombie. So, dann haben wir jetzt noch zwei ganz interessante Blend Shapes hinzugefügt für unseren Charakter. Allein mit dem Zeug, das wir halt über Rewrite Studio zur Verfügung haben, kann man doch schon sehr viel machen. Ihr könnt natürlich viel, viel mehr. Ihr könnt theoretisch so viele Blend Shapes hier reinpacken, wie ihr möchtet. Wichtig ist halt, dass egal was ihr macht, wenn ihr mit Webcam filmen möchtet, ihr braucht die neutrale Pose, die Buchstaben, also A, I, U, E, O. Und natürlich blinzeln, das ist so das Bare Minimum, was er braucht, damit halt euer Charakter funktioniert. Alles andere sind Hotkey-Geschichten, die sind nice to have und wird halt einfach über das Drücken von einem Knopf benutzt, den ihr dann halt festlegt.
So, ihr könnt euch hier ruhig austoben. Wir gehen jetzt weiter zum Export. Wir wollen den Charakter ja dann später auch in VC Face oder in Loop oder in was für ein Programm auch immer ihr nutzt, benutzen. Wir tun jetzt einen normalen VM-Charakter raus exportieren, sprich, den könnt ihr halt in sehr vielen Programmen nutzen, die halt dieses Format unterstützen. Wir haben noch nichts spezifisch festgelegt, wo man eine SDK braucht und wo man dann halt nur noch für bestimmte Programme was nutzen kann. So, wir gehen auf unseren Charakter, sagen VRM0 und dann drücken wir Export to VRM 0 mal X. Dann fragt er uns, okay, wir haben hier noch keine Version festgelegt. Dann drücken wir einfach die 1. Ach, und falls ihr das hier in Japanisch habt, hier oben, kann man umstellen. Ja, Japanisch N für Englisch, andere Sprachen gibt es momentan nicht. Wir haben erstmal alles festgelegt. Wir brauchen einen Namen, wir brauchen eine Version und einen Autor. Wir haben auch hier wieder nur für uns, also nur für den Autor zugänglich oder nutzbar. Und wenn ihr das habt, würde ich auch immer anbieten oder immer sagen, Restriction verbieten, also Weiterverbreitung verboten. Und dann machen wir einfach den Export. Und dann suchen wir uns wieder einen Platz, wo er hingehört. Ich überschreibe einfach den Test, den wir haben. Speichern. Yep. Ihr müsst natürlich nicht die Version, die ihr schon habt, überschreiben. Ihr könnt euch noch eine zweite, dritte, vierte, fünfte anlegen. Aber ich mache jetzt einfach einfacher halber. Für mich habe ich den Charakter jetzt einfach überschrieben. So, und das war's an für sich. Jetzt können wir den Charakter auch einfach testen, ob auch das tut, was er soll. Dazu gehen wir in VC Face. Ja. Ja, einmal willkommen wieder in meiner kleinen Box in VC Face. Wir gehen auf Avatar Selection. Wir haben ja den Charakter hier noch drinne. Select. Und hier haben wir ihn wieder. Wir gehen auf Settings, Expression Settings und gucken, wo unsere neuen Expressions sind. Hier haben wir Zombie. Ich packe das einfach mal auf Q und Zwinkern einfach mal auf Wie? Einfach nur zum Testen. Und dann können wir. Ja, die Zunge. Oh. Ja, wichtig auch hier bei VC Face. Wenn ihr sowas habt, die Zombie, wo der Mund doch sehr groß ist, solltet ihr Mouth-Tracking, also Mund-Tracking, deaktivieren. Ihr seht, es hat nicht ganz geklappt. Die Zunge guckt noch so ein bisschen durch. Ja, nicht sauber gearbeitet. Das passiert. Dann könnten wir nochmal drüber gehen. Oder mal zwinkern. Ja, auch hier. Bei Zwinkern haben wir die Sache Blinking aus. Beide sollten wir einfach auch auf Base machen, damit sie halt nicht additiv machen sollen. Alle die Sachen, die wir bei additiv sind, heißt einfach, wir können die übereinander blenden. Bei denen funktioniert das nicht. Es gibt Sachen, da funktioniert das ganz gut, aber jetzt bei den Geschichten funktioniert das eher weniger. Da müssen wir aber mal ausprobieren. Da könnt ihr einfach testen, wie ihr das braucht. Und hier dann halt je nachdem, was ihr halt für verschiedene Voraussetzungen habt, könnt ihr die anmachen. Ihr könnt auch sagen, okay, wir machen die auf Hold. Und dann heißt es immer, solange ihr die Taste drückt, passiert das. Und bei Toggle ist halt, ihr könnt das an- und ausschalten. Dann könnt ihr vielleicht mal Leute erschrecken, das einfach nur auf bestimmte Tasten. Ja, jetzt funktioniert es auf einmal mit der Zunge. Okay, weiß auch nicht warum, aber jetzt geht's. Vielleicht war es jetzt einfach nur über das Mouth-Tracking einfach verwirrt. Ja, so, und dann war es das mit dem Tutorial. Wir haben es erfolgreich geschafft. Wir haben zwei neue Blend-Shapes jetzt in Unity erstellt, mit dem Zeug, was wir aus Visual Studio haben. Im nächsten Tutorial werden wir dann halt rüber im Blender gehen, das alles ein bisschen aufarbeiten und halt komplett eigene Blend-Shapes erstellen und zusammenstellen. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen, ihr habt was gelernt und wir sehen uns im nächsten Tutorial. Auf Wiedersehen!